Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren spannenden Video und diesmal auf Deutsch. Da meine Englischkenntnisse nicht besonders gut sind, versuche ich mich mal auf diesem Wege. Okay? Okay. Man hat ja bereits aus einigen anderen YouTube-Videos bestimmt mitbekommen, dass M2-SSDs relativ heiß werden können. Auch einige User auf Reddit haben bereits diese Fragen gestellt und sich gefragt, ob 75 Grad oder höher normal seien. In diesem Video geht es um die M2 Heatsinks, die auch bereits auf den meisten Motherboards werkseitig verbaut sind, und um die Frage, ob diese Heatsinks auch gerechtfertigt sind. Man muss ja auch berücksichtigen, dass es Motherboards gibt, die keinen Heatsink werkseitig verbaut haben und daher die eingebauten M2 SSDs von der Lüftzirkulierung im Gehäuse abhängig sind. Für den Test verwende ich eine Samsung 970 Evo M2 SSD mit 1 TB, die schon einige Jahre auf dem Buckel hat. In meinem Setup ist zusätzlich noch eine Corsair M2 Gen 4 SSD eingebaut, die werkseitig bereits ein Heatsink verbaut hat. Doch darum soll es in diesem Video nicht gehen. Kommen wir zum Test. Hierzu habe ich mal geschaut, welches Szenario am besten ist, und ich war wirklich, wirklich überrascht darüber, dass Call of Duty Warzone in der Lobby mehr Leistung und Power zieht als einige Benchmarks. Und genau darauf baut dieser Test auch auf. Ich habe mir die Warzone Lobby zunutze gemacht und das System jeweils 20 Minuten laufen lassen. Im ersten Test, also der SSD ohne Heatsink, erreichten wir Maximaltemperaturen von bis zu 80 Grad. Das Ganze wurde auch 20 Minuten lang mit HW Info getrackt. Dass die Sensoren der SSD korrekt funktionieren, zeigen uns auch nochmal die Aufnahmen der Wärmebildkamera. Hier erreichen wir bis zu 80 Grad. Wie sieht das Ganze nun aus, wenn der Heatsink auf der SSD montiert ist? Das Ergebnis lässt sich durchaus sehen. Wir erhalten hier eine Temperaturdifferenz von rund 10 Grad. Auch die Aufnahmen der Wärmebildkamera bestätigen das Ergebnis. Man muss aber auch sagen, dass die Abwärme hier deutlich höher ist und die eigentliche Temperatur auf der SSD nur mit der Softwarelösung lesbar ist. Kommen wir zum Fazit. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Heatsinks durchaus Sinn machen. Die Temperaturen lassen sich hierdurch stark beeinflussen und aus technischer Sicht hat das zur Folge, dass die Lebensdauer einer SSD verlängert werden kann. Zudem können auch bei niedrigen Temperaturen oder werden bei niedrigen Temperaturen die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten einer solchen SSD nicht beeinträchtigt. Ab einer gewissen Wärme, wie zum Beispiel 75 Grad, können Schreib- und Lesewerte beeinträchtigt werden. Danke, bis zum nächsten Mal.